Dankeschön. Im Verlauf seines Lebens entwickelte Mr. Breen Ruhebien zu zahlreichen Dingen, aber die Phobien zu zahlreichen Dingen, aber sie die ausgeprägteste Angst ist die Angst vor Ratten. Eshkelcliff verfügt über eine opulente Rattenpopulation und ich hoffe, dass ich ihm mit der Zeit helfen kann, seine Angst durch kontrollierte Konfrontation mit Ratten in eine sichere Umgebung zu überwinden. Er zeigte auch Ängste vor Uhren, Bleistiften und starken Männern. Ah, starke Männer. Ich bin der Meinung, diese letzte Angst resultiert wahrscheinlich aus elterlichem Missbrauch im Kindesalter. Ich konnte keine Verbindung zwischen seinen anderen Ängsten und den seltsamen Ereignissen in seinem Leben feststellen. Seine Vergangenheit muss weiter mit ihm erforscht werden. Aber der Patient wechselt oft das Thema oder erzählt bei einer Wiederholung dieselbe Geschichte anders. Ein Stift in den Arsch gesteckt. Ich würde schon Angst haben. Oh Gott. Ich hätte es schon gemacht, ja. Oh Gott. Die Eltern haben dir den Stift in den Arsch gesteckt. Was hast du denn für Fantasien? Eine der Wachen hat ihre Schlüssel hier verloren. Ja, wir müssen was anderes suchen. Ja. Stern, Ohr, Hundemarke, viermal ein Stift, Klemmbrett und Sonnenbrille. Taschenlampe, ne? Taschenlampe? Mhm. Ach so. So schlimm. Ja? Mhm. Okay, jetzt nehmen wir wieder was anderes. Boah, eine Zahnbürste, so ein Schein. Nein. Was Normales. Ein Messer? Messen, ja klar. Mit der falschen Seite auch noch, ne? Mhm. Stern. Oh, Stern. Oh, Hundemarke. Boah, kannst du es sehen? Kannst du es sehen? Was? Rohr. Hundemarke, Stern. Sonnenbrille. Hundemarke, Rohr, Stern und Stifte. Dann Stern. Ein Rohr, Hundemarke und Stifte. Rohr, Hundemarke und Stifte. Ein Rohr. Okay. Spaß. Spaß, ich liebe diesen Spaß. Einen Stift gefunden. Ah, da. Da ist ein Stift und da ist ein Stift. Okay, Rohr und Hundemarke fehlen noch. Was heißt die Hundemarke? Hundemarke. Hundemarke. Das wäre nur das Rohr. Was ist das Rohr? Das ist eine Pfeife gewesen. Mhm. Ja, sieben Schlüssel müssen wir jetzt finden. Möchtest du kuscheln werden? Mhm. Warum sagst du das mal? Das ist die Spitze und das ist hier die chirurgische Seele. Und weiter geht's. Metallpfeile, Gummihandschuh, Zange, Hammer, Zündkerze, Klemme und Rasierklinge.
langer weißer Strich. Pfeile. Eine Menge Dinge machen mir Angst. Die Ratten und Bleistifte, das Blei, das Kratzen auf dem Papier. Ich glaube, die Ärzte machen das, um mich zu foltern. Sie wissen schon, Uhren, sie wissen die ganze Zeit ticken in meinem Kopf. Wir haben den Generator repariert, jemand macht sich daran zu schaffen. Nein, schnell zurück. Achso, Schuh, Meißel, Brille, Telefon, Kompass, Seil. Seil. Brille. Schuh. Telefon. 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 Kann ich mal bitte Telefon anhören? Was denn? Was denn? Ich hätte nur gefragt, ob ich mal gerade telefonieren kann. Ja, telefonieren. Meißel und Telefon. Hm? Meißel. Telefon. Das habe ich jetzt nicht verstanden mit Telefon. Mein Telefon. Wie ist es mit Telefon nicht verstanden? Ja, weil du mich dann angestoßen hast. Ich dachte, es kommt jetzt irgendein Witz oder so. Nein, das ist angestoßen. Ah. Meißel mit Telefon.